Hallo zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich mir mal die Zeit genommen, um dieses Hummus-Rezept zu machen, wovon ich schon in ein paar Videos, glaube ich, geredet habe. Und ich habe das hier mal abgefilmt und werde es euch zeigen. Und ich freue mich, wenn ihr das nachkreieren werdet. Ich habe das selber erst jetzt zum dritten oder vierten Mal gemacht. Aber schickt mir ganz gerne Fotos und schreibt mir, wie es euch schmeckt. Und ansonsten dürft ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren und auch auf meinem Instagram vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und guten Appetit. Wir sind jetzt schon mal in der Küche. Ich dachte, ich filme das jetzt mal so anstatt mit dem Voice-Over. Aber ihr braucht auf jeden Fall eine Dose Kichererbsen. Und ich habe die schon mal eingeweicht, nochmal in frischem Wasser und für ein paar Stunden jetzt stehen lassen. Das habe ich schon vorbereitet. Und ich würde sagen, jetzt geht's dann ans Rezept. Das Wasser, was ihr hier drin habt, das leert ihr nicht komplett weg. Also ich sieb die hier ab. Und da kommt noch ein Teil auch wieder den Humus nämlich mit rein von dem Wasser. Einfach eine Tasse. Ich weiß leider nicht mehr die genauen Mengenangaben, aber ich werde es so gut wie möglich jetzt machen. Ihr braucht einmal so Sesammus, Tahin. Davon nehmen wir einen Esslöffel. Dann Olivenöl. Zwei Esslöffel. Dann von unserem Wasser, Kichererbsenwasser, Pfeffer und Salz. Ups. Und dann noch Kreuzkümmel. Und noch eine halbe Zitrone. Falls ihr ein Mixgerät habt, könnt ihr das natürlich gerne mit dem Mixer machen. Ich muss so einen Handstab nehmen. Oder ich will es mit dem Handstab zeigen, weil es nicht jeder so einen Mixer hat. Weil ich habe jetzt einen neuen, aber ich mache es mal auf die herkömmliche Weise. Dann müsst ihr dann einfach ein bisschen rumprobieren, was ihr noch an Gewürzen dazu haben möchtet und was nicht. Und dann einfach, also von der Konsistenz ist der jetzt prima, aber geschmacklich hat ja jeder so andere Bedürfnisse. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer nachgegeben und noch ein bisschen Kreuzkümmel, weil da noch was gefehlt hat. Und den Prozess mache ich dann so lange, bis ich es vom Salzgehalt einfach optimal finde und dann könnt ihr euch das Ganze schmecken lassen. Also, ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen und ihr werdet den Hummus mal nachprobieren. Ich weiß, ich habe jetzt das nicht so direkt nach Mengenangaben gemacht. Ich kann schauen, ob ich das Rezept dazu finde, was ich mal ursprünglich verwendet habe, weil ich habe das mir ein bisschen halt aus dem Kopf abgearbeitet. Aber das ist so der Hummus, den ich eigentlich mache immer. Und da gibt es aber noch ganz viele andere Kreationen. Ich will auch mal einen Paprika-Hummus machen oder andere, aber da ist eure Kreativität eigentlich kein Strich durch die Rechnung gemacht. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!